Ich habe mir dann mal ein bisschen offscreen was gegönnt und bin dann hier schon mal durchgelaufen und habe mir schon ein bisschen was gecraftet. Da hätten wir zum Beispiel ein Eisenschwert, eine Steinspitzhacke, wahrscheinlich auch eine Eisenspitzhacke, ja. Eine Schere habe ich sogar gecraftet. Vielleicht können wir das mal zeigen, wie das funktioniert. Die Schere. Die kann man, glaube ich, relativ leicht. Oh, jetzt haben wir die Werkbank weggeworfen. Relativ leicht craften. Ich glaube, vielleicht geht es sogar schon hier. In dem, ja, hier. Werkzeug und Waffen. Da kann man mit zwei Eisenklötzen einfach so eine Schere machen. Das geht eigentlich relativ leicht. Das haben wir gemacht. Damit können wir in Zukunft die Schafe einfach nur noch rasieren, nur scheren und dann müssen wir nicht extra die Schafe töten, um den dritten Betteblock zu bekommen. Ja, in dieser Höhle habe ich mir ein bisschen was erleuchtet, um halt besser schürfen zu können. Diesmal habe ich es überlebt. Halt nur ganz wenig habe ich auf Screen gemacht. Das ist jetzt eine andere Höhle, weil wir ja gestorben sind. Ich würde mal sagen, wir machen uns aber heute auf den Weg und suchen mal nach etwas anderem. Lava gibt es hier zu entdecken. Da werden wir jetzt nicht versuchen drin zu schwimmen. Nein, Zwergi wird heute nicht versuchen in Lava zu schwimmen. Heute nicht. Ausnahmsweise werde ich das nicht tun. Ich werde heute mal versuchen aus diesem Biom rauszukommen. Aus Graslandschaft und Sumpf werde ich rauskommen und mal versuchen, ein Gebirge zu finden. Vielleicht heute schon im besten Fall ein bisschen was zu bauen, zu errichten. Ja, und ein Örtchen zu finden, in dem wir uns heimisch fühlen können. Das war keine so gute Sache. Ein bisschen Schallfaden, Fallschaden. Ja, Schallfaden. Ich und mein Schallfaden immer. Ja, die Steuerung muss ich auch noch ein bisschen kapieren. Da bin ich noch nicht ganz drin. Nach vier Parts jetzt hier. Das hier ist der fünfte Part. Der sechste Mann. Die Begrüßung. Das Einweiser-Dingens. Den Part 0 mitzählt. Jo, hier sieht es doch einigermaßen gebirgig schon aus. Es sind doch schon ein paar Hügel. Es könnte doch unter Umständen darauf hinweisen, dass demnächst mal was kommt, was mich erfreuen könnte. Boah, und hinter der Kamera schwitze ich extremst. Es ist heiß draußen, Leute. Produziere das zwar vor, aber ich nehme das einige Wochen vorher auf, bevor das online kommt, um halt schon ein bisschen Sicherheit zu haben. Habe ich die ersten 4-5 Parts schon vorproduziert, damit das dann auch täglich laufen kann. Es ist jetzt Ende Mai und meine Fresse, das ist jetzt hier Ende Mai, war das extremes Wetter. Oh, ein Schaf. Mal aufhören, Real Talk zu reden und mal unsere Schere benutzen und mal das liebe Schaf scheren. Mal gucken, ob das so funktioniert. Holla. Es wird auch nachts nicht wärmer. So, Schere. Können wir dich scheren, Schaf? Erstmal müssen wir uns den Weg frei scheren, dass wir zu dir kommen. Schaf. ZL. Oh, cool. Jetzt habe ich 5 Wolle. Nice.
Das ist ja viel effektiver, als es zu töten. Wenn ich es töte, dann kriege ich ja nur ein Voltheils. Genial, würde ich sagen. Machen wir häufiger. Jetzt können wir uns direkt mal ein Bett bauen. Sofern wir irgendwo Holz gefunden haben. Wenn nicht, finden wir hier wohl im Wald genug Holz. Dass ich ja nicht hier wieder von der Klippe runterspringe und euch hier verrecke. Nur wer hochsteigt, kann tief fallen. Ich weiß. Ja, eine Axt habe ich leider gerade nicht mit dabei. So, was haben wir denn im Inventar? Fichtenbretter haben wir auf jeden Fall. So, dann stellen wir hier mal unsere Werkbank hin und bauen mal schon ein Bettchen. Ein kleines Bettchen können wir doch schon mal machen. Guck mal, da mal ein Bettchen. Nehme ich. Können wir zumindest nachts mal schlafen. Das ist, glaube ich, keine allzu schlechte Sache. Steinspitzhacke verbrauchen. So, zack, die Werkbank wieder einsammeln. Ja, vorsichtig. Ja, dieser Hügel ist auch schon angenehm. Da könnte man sich auch schon was drauf bauen, aber nein, ich möchte in ein anderes Biom. Ich suche mir etwas anderes. Etwas, wo man auch Höhlen graben kann und... Oh, ein Hund, ein Wolf. Ein Wolf, kein Hund. Etwas, wo ich mich als Zwerg heimischer fühle. Ziehen wir noch mal ein bisschen durch die Ebenen von Smaug. Oder so ähnlich. Gucken mal, wo wir was finden können. Sieht hier eher falsch aus, aber... Ich glaube, wir rennen mal ein bisschen durch die Gegend. Wir machen gerade mal ein bisschen Timelapse, damit ihr ja nicht alles sehen müsst. Kleine Höhle. Was gibt's denn hier drin? Hier gibt's auf jeden Fall Kohle zu finden. Okay, ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ob das so sinnvoll ist, mich da durchzugraben. Immerhin bin ich schon öfters mal in eine Höhle gestorben. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Zombies und Skelette könnten hier sehr leicht auftauchen. Na, ein bisschen Eisenerz für den Zwerg auf dem Weg noch mitzunehmen. Ein paar Souvenirs zum Mitnehmen. Erinnerungen an die schrecklichen Zeiten. Ich wollte schöne Zeiten sagen, aber naja, wir wurden öfters mal getötet, gekillt. Wir müssen vorsichtig sein, sobald wir was hören, müssen wir die Beine in die Hand nehmen und rennen. Wir wurden schon von Schleimblocks getötet. Also, auch die Augen offen halten. Es kann uns auch passieren, dass wir von einem Schleimblock gekillt werden, von was ganz Harmlosen. Also, voran. Ein bisschen was von den Fackeln haben wir noch. Vielleicht geht's am... Oh, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Beine in die Hand nehmen und rennen. Ich hörte Zombies. Hier wohnt ein Zombie. Oh, wei. Raus hier, 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 raus, 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 raus. Wollte dich nicht stören, Zombie. Raus hier. Es ist Nacht. Oh, scheiße. Wo wir wohl besser dran sind, hier in der dunklen Höhle oder draußen bei Nacht. Auweia. Auweia.
Wie komme ich jetzt hier am besten raus? Jetzt kommen Zombies von oben und töten uns. Oh man. Zombie, 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 Zombie. Ich nehme mein Schwert in die Hand und renne. Oh wei. Oh wei. Keine so gute Idee. Jetzt bin ich in was reingeraten. Ich sehe nix. Hilfe. Hilfe. Ich muss mir hier irgendwo mein Bett ablegen, damit ich mal kurz schlafen kann die Nacht. Oh wei, wo bin ich denn hier gelandet? Hilfe. Zombies, Zombies, Zombies. Bett platzieren. Puh, schlafen. Holla, die Waldfee. Das wäre eine gruselige Nacht geworden. So, weiter hoch. Nicht so weit in die Höhen reingehen. Noch sind wir relativ unbewaffnet und ungeschützt. Das war relativ unklug. Laufe aus. So heiß ist es hier. Mensch, Leute, hilft mir. Kühlt mich. Kühlt mich mit euren Kommentaren. Genau, das wird's bringen. Postet jetzt alle auf eurem Smartphone mit eurer Smiley-Tastatur irgendwas Kaltes als Emoji. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Das wär's. Das wäre so lustig, wenn das jetzt wirklich passieren würde. In den Kommentaren. Kuh. Das war doch eine Kuh. Das kann ich mittlerweile identifizieren. So klingt eine Kuh. Das ist ein Wolf. Das ist keine Kuh. Zähmen können wir es noch nicht, weil wir haben noch keinen Skelett anlegt. Da brauchen wir mal ein bisschen Knochen. Einfach über die Lichtung drüber und immer geradeaus, immer weiter. Ich drehe nicht mehr um, ich laufe nicht mehr. Ich laufe in keine andere Richtung mehr. Ich laufe nicht mehr nach rechts und nicht mehr nach links. Das geht jetzt ewig hier so weiter. Geradeaus und geradeaus. Irgendwann werden wir schon ein Biom verlassen. Ein Biom. Zweites Biom. Guck mal, einen kleinen Kutter haben wir doch hier. Fichtenboot. Kleinen Kahn. Jetzt fahren wir über den See. Können wir den nicht platzieren? So, und segeln. Ich fahre jetzt geradeaus hier mitten durch. Straight durch den Fluss. Und wo ich ankomme, da steige ich aus. Ich fahre hier gerade durch. Lass mich hier nicht mehr beirren. Dort drüben legen wir ans Ufer an und weiter geht's. So, Schiffchen mitnehmen. Das könnten wir noch gebrauchen. Klingt doch noch eine Hexe. Oh wei, das ist gar nicht gut. Da sind wir doch falsch gelandet hier. Ich will euch nix. Hexen und Monster.
Ich tu nix. Ich bin ganz lieb. Ich will niemandem etwas zuleide tun. Nur Schafen, damit sie mir Wolle geben. Auch die schere ich mittlerweile. Auweia, es geht hier nicht raus. Und immer noch in Waldgebieten. Au, das ist schlecht. So, Kutter wieder ran. Und weiter wird geradeaus geschippt. Und segeln geradeaus übers Meer, über den See oder was auch immer das sein mag. Immer weiter hinaus, gerade voran. Irgendwann erreichen wir ein Ziel. Nein, sein Ende. So. Was sehe ich da? Wüste. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin, aber ja, ein neues Biom. So wollte ich es ja. Weiter geht's durch die Wüste. Holla. Holla, amigos. Wir sind da in der Wüste angelangt. Als ob es nicht schon heiß genug wäre. Hitze in der Wüste. Na, vielleicht sollten wir mal dieses Gestein dort abbauen. Es hilft uns vielleicht weiter. Es ist vielleicht wertvoller Rohstoff. Na, was seid ihr für Steine? Sandstein. Na dann, hervorragend. Kann man doch bestimmt irgendwo für gebrauchen, um sich seine eigene Pyramide. Oranges Keramik. Oranges. Ja. Falls wir uns hier in der Wüste mal unsere eigene Pyramide bauen wollen. Zack, ja damit, mit dem Sandstein. Vielleicht baue ich jetzt hier gerade irgendeinen Tempel ab. Das gefällt gewissen Leuten nicht, aber ja, haben die Ägypter damals auch gemacht. Haben sich einfach von feindlichen Pharaonen den Tempel abgebaut und haben ihn für sich selbst benutzt. Oh, da unten ist was. Das Grab der Mumie. Wir haben gerade Grabplünderei betan hier. Und werden jetzt vom Fluch der Mumie verfolgt. Das wäre natürlich ein Abenteuer, dass ich ja so gerne sehen würde, aber okay. Ich glaube, es ist nicht gerade ungefährlich hier unten. In der Tat. Auweih. Ja, das passiert Grabräubern, wenn sie einfach den Schatz in der Mitte des Dings der Pyramide stehlen wollen. Sag nicht, ich wache jetzt wieder im Wald auf. Sag nicht, ich wache jetzt wieder im Wald aus. Auf, sag nicht, ich wache jetzt wieder im Wald auf. Eine Ewigkeit später. Wir sind wieder in einer Art Wüste gelandet. Oh, ein Kaninchen. Ein Häschen, ein Wüstenhäschen. Zu meinem großen Bedauern liegt mein Zeugs irgendwo in einem tiefen Grab. Und da werden wir so schnell nicht rankommen. Dazu müssten wir erstmal
das Grab finden. Und ein Zeug für ein Bett haben wir auch momentan noch nicht. Ein Boot konnten wir uns schon craften und dieses peinliche Holzschwert. Ja, die Ressourcen aus dem letzten Part sind, ja, versprengt. Ist das das Grab mal, wo wir geplündert haben? Können wir vielleicht dort reingehen und dort mal unsere Sachen suchen? Das müsste in der Fackel rumliegen, oder? Hinweise auf unser Zeugs. Vielleicht ist das ein anderes Grabmal, das wir vielleicht diesmal nicht unbedingt plündern sollten. Das ist ein anderes. Dann lassen wir es mal in Frieden. In Frieden lassen wir es. Ich meine, mit diesem Zeugs, mit der Holzspitzhacke können wir kein Metall abbauen. Und Sandstein bringt uns, glaube ich, keine Schwertsache oder so. Übernachten wir heute in der Wüste oder was? Schaut fast so aus. Nachts soll es ja in der Wüste kälter werden. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Nein, da springen wir jetzt nicht runter. Das wäre Selbstmord. Ja, ein paar Wüstenschafe hier, die wir töten können, um uns Wolle fürs Bett zu holen. Ja, dann kommen wir erstmal mit dem aus, was wir haben. Bett haben wir nicht. Jetzt können wir uns hier irgendwo in diesen Ausguckturm dort reinstellen und im Stehen schlafen. Überleben wir die Nacht irgendwie. Ja, ein Wassertümpel hier, besser als nichts. Ja, da steht da der Peter. Ja. Ja, bevor wir hier noch Fußpilz kriegen, könnten wir hier mal vielleicht rausgehen. Vielleicht finden wir einen angenehmeren Unterschlupf. Ein bisschen Kaktus abbauen. Okay. Können wir das einsammeln oder Holzspitzhacke? Ja, ein bisschen Kaktus haben wir gesammelt. Kann man das essen oder was kann man damit machen? Ich hoffe, es gibt keine Zombies in der Wüste. Und keine Skelette und keine Creeper. Ich vermute, die gibt es doch, aber wir werden ja sehen. Kaktus. Was kann denn der Kaktus? Damit können wir bauen. Können wir uns ein Kaktushaus bauen in der Wüste. Wäre doch mal was. Aber zumindest mal ein Unterschlupf. So ohne Bett, aber. Oh! Stachlich. Ja, könnte mal funken beim Kaktus. Dass der ein bisschen stachelt. Na, ist zumindest ein guter Schutz für Monster. Ich sehe schon die erste Spinne. Na toll. Spinnen gibt es scheinbar in Wüsten. Oh wei. Ganz unschön ist es dann auch nicht, mit Kakteen zu kämpfen. Vielleicht finden wir trotzdem genug, um uns ein kleines Kakteenhaus, Kaktusenhaus zu bauen. Zack, zack. So. Müsste ja dieselbe Konsistenz wie Holz haben, irgendwie schon. Kann man damit irgendwas craften? Kann ich mir ein Kaktus-Schwert bauen oder irgendwas damit anfangen? Ich glaube eher nicht, aber ja, wäre ja mal was Kreatives. Könnte man ja mal machen. Ein Minecraft-Schwert aus Kaktus.
Bus. Ja, dann. Lassen die sich überhaupt stapeln? Und verletze ich mich dann immer im Haus, wenn ich schlafen will? Vielleicht sind das ja auch nur Pflanzen, die sich nicht wirklich anordnen lassen. Auwei. Böses Haus. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ja, nachts in der Wüste. Was macht man denn so? Sollen wir uns in den Sand eingraben, bis der Morgen kommt? Halte ich jetzt gerade für die beste Idee. Ich glaube, bis wir eine Lösung gefunden haben, ist der Morgen schon wieder da. Ja, ein Sandhaus. Dann baue ich mich halt ein. So kann man es auch irgendwie schaffen. Glaube ich zumindest. Muss man bloß irgendwie wissen, wann es wieder aufgeht. Und wann die Sonne wieder Helligkeit bringt. Gezückt, das Holzschwert. Dann können wir mal immer wieder hochgucken. Immer noch schwarz. Frage, wie kommen wir hier eigentlich wieder hoch? Wenn wir mal wieder hoch wollen. Ach, egal. Das ist dann die Frage des nächsten Morgens. Vielleicht scheint die Sonne ja auch direkt wieder rein. Jetzt bauen wir uns treppenmäßig wieder hoch. Jetzt wird hier erstmal Nachtwache gehalten. Eine Minute, 37 Sekunden später. Dann wollen wir am nächsten Tag eine Treppe nach oben. Oh, es ist schon Tag. Na dann, hier irgendwie mal hoch. Können wir trotzdem mal machen. Ja, wie komme ich denn jetzt hier am dümmsten wieder hoch? Durch den Treibsand. Ich weiß nicht, ob das eine so intelligente Idee war, mich unten in die Wüstenhöhle einzugraben. Na, mal schauen. Da kommen wir gleich mal hoch. Nice. Oh, blendend hell hier. Ich bin ein Gamer. Ich mag die Sonne nicht so. Was soll ich denn hier mit Wüsten? Joa, ich habe den Kaktus. So, ziehen wir weiter und gucken wir. Oh oh, ich höre Zombie. Ich höre einen Zombie. Am Tage. Dann muss den auch sehen. Dann muss er brennen. Tut er nicht. Ein Wüstenzombie. Der hält das aus. Joa, wir könnten jetzt in das Boot steigen und gleich weiter schippern, aber ich würde jetzt hier vielleicht noch ein bisschen Karotten brauchen wir, um den zu zähmen. Gibt es ja in der Wüste nicht wirklich. Ich würde hier die Wüste noch ein bisschen erkunden und vielleicht gucken, wie wir hier am besten weiterkommen. Hier ist auch noch so ein bisschen was von unterirdischer Pyramidensache. Ich glaube, da traue ich mich mal lieber nicht rein. Ich bin noch nicht so bewaffnet. Ich habe hier nur eine fast kaputte Holzaxt und ja, ein Holzschwert und ein kleines Spielzeugschwert. Damit kommen wir noch nicht wirklich zurecht. Aber ich habe einen Kaktus. Vorsicht, ich bin bewaffnet. Ich habe einen Kaktus.
und unser Tipi aufschlagen. Hier könnten wir aus Sandstein auch unsere Pyramide bauen und hier was Hübsches machen, aber ja, mich zieht es nicht so sehr in die Wüste. Bin ein Zwerg des Gebirges. Ich sehe schon Gebirge. Das sind keine Inseln, keine Gebirge. Hier wird dann mal übers große Meer schippern hier. Und mal als Abenteurer hier neue Welten erkunden. Dann werden wir vielleicht der neue Magellan oder Christoph Kolumbus Nummer 2 entdecken auf einmal Amerika. Ja. Schiff kann ablegen. Raus aus der Wüste. Na dann. Ich würde mal sagen, wir schippern dann im nächsten Part ein bisschen über den See, übers Meer. Und dann, ja, ich würde mal sagen, so für heute, für diesen Part, so ist das gewesen sein. Wir haben so ein bisschen die Wüste erkundet. Darf ich noch umsonst, soll es euch gefallen haben? Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwingfest verpassen wollt. Im nächsten Part geht's hier über den See. Ja, und am Ende des Meeres erwartet uns eine wundervolle Landschaft. Na dann, haut da rein. Bis dann, man sieht sich. Ciao, ciao.